Heidengänge. Ich hoffe nicht, dass es Gänge voller Heiden sind, denn sonst haben wir ein kleines Problem. Und wo haben wir dieses Problem? Natürlich mitten unter den Heiden, bei den Heiden, nicht in den Heiden drin, aber in der Nähe. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief Deadly Shadows. Wir sind jetzt brandneu hier unten in irgendwie so einem komischen Unterweltsgedöns, könnte man fast vermuten. Zumindest sieht es ein wenig düster aus. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich kenne es bruchstückhaft, sagen wir mal so. Ich kannte das von den Hammeriten. Diese Kathedrale kannte ich noch besser als das hier. Deswegen werde ich hier auch mehr suchen müssen, wo was ist. Was haben wir denn für Aufgaben? Stehlen Sie den Heiden Jack Mills Tatze. Das ist ja wieder die Grundaufgabe, die wir haben. Das heißt, wir sollen ihn diese Reliquie, ja, wegnehmen, kann man sagen. Und dann zusammen mit dem Kelch den Hütern bringen, damit wir dann in diese ominösen Prophezeiungen reingucken können. Was auch immer da dann drinstehen mag. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, das Übliche, stehlen sie mindestens 40% der Beute. Wir haben bis jetzt 0% gestohlen, ist klar, wir sind ja auch gerade erst angekommen. Finden sie mindestens ein spezielles Beutestück. 0 gefunden. Alles klar. Na? Ach, das war wieder das... Ich will immer auf diesen Pfeil dann draufklicken, aber es bringt eigentlich gar nichts. Wenn sie alles erledigt haben, ziehen sie sich durch die Tunnel der Heiden zurück. Alles klar. Ja. Bitte? Eine Karte der Territoriums. Territoriums. Okay. Territorien kenne ich, aber Territoriums? Der Territoriums? Ja gut. Jedenfalls wäre eine Karte hilfreich. Das kann wohl möglich sein. Ich habe aber keine. Und ich weiß nicht, ob man sich die einfach irgendwo kaufen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist so, dass sie irgendwo hier wahrscheinlich aushängen wird und wir mit etwas Glück sie finden werden. Erstmal speichern wir jetzt. Alles klar. I heard there might be silver or gold in some mines, maybe around here. Yeah. But I heard there might be something else too. Like what? Like maybe some strange people down here. Like maybe they don't want no visitors. Don't want anyone knowing they're here. Aw, Taffet, Bert! You don't mean you brought us into pagan territory. Pagans? Taffet, cripes, I thought I smelled something off. Ich könnte jetzt rechts hergehen. Ich mache das jetzt mal hier im Pausenmenü, dann könnt ihr mich besser verstehen. Ich könnte jetzt rechts hergehen, allerdings wäre das etwas riskant, glaube ich, da der eine ja genau in unserem Blickfeld steht. Wir können uns natürlich links dran vorbeischleichen, obwohl mir der auch nicht so wohl zumute ist, aber wir werden es einfach mal versuchen. Ihr habt ja auch da oben wahrscheinlich den Heiltrank auf der Kiste gesehen, der versuche ich jetzt erstmal zu bekommen. Mal schauen. They find us here. About that. We can't beat it, cause we've lost. But I'm open to suggestions. And, we should try to keep it down, okay? Well, we ought to send one of us up ahead. Make sure it's all clear. Well, I ain't going. No tiff-taffin' way. We do eeny meeny for it. Ready? Eeny, meeny, miny. Oh, never mind. I'll do it. You watch my back. Here I go. All this for some taffin silver nuggets you ain't even sure it's here. Good luck. I'm watching your back. Yell if you see any pagans. Aha! Is I found him. Let's teach this taffer a lesson. Scheiße. Her, don't it? Aren't you dead yet? You're dead and I killed you. Now that's what... Ja, mein liebes Thief-Spiel, schwieriges Wort, ist gerade mal wieder abgeschmiert. Warum auch immer. I said I heard there might be silver or gold in some mines, maybe around here. Yeah, but I heard there might be something else too. Kann man das Feuer löschen? Like what? Probier das jetzt like einfach mal. Maybe some strange people down here. Like maybe they don't want no visitors. Das ist ein Feuerpfeil. Hatten wir die noch nicht? Ich glaube nicht. Scheinbar. Irgendwie. Feuerpfeile fügen den Gegnern schwere Brandverletzungen zu.
Darüber hinaus können Sie mit Feuerpfeilen Ölpfützen in Brand setzen. Und wir haben ja Ölflaschen. Have it, Bird. You don't mean you brought us into pagan territory. Pagans. Taffin Cripes, I thought I smelled something off. Let's beat it. If they find us here. Aber Leute, das läuft doch schon wesentlich besser. Ihr habt aber wahrscheinlich vorhin schon gesehen, was hier auch so ein kleines Problem ist. Es gibt hier wieder so indirekte Leuchtquellen, die wir nicht mit unseren Wasserpfeilen erlöschen können. Das ist ein kleines, aber feines Problem. Ja. Yeah. Finde ich zumindest. Macht's natürlich spannender und schwieriger, aber... About that. Das wusste ich auch noch nicht, mit den Feuerquellen hier. Lost. But I'm open to suggestions. Diese hier, diese Kristalle meine ich. And, Moment. Try to keep it down, okay? But we ought to send one of us up ahead. Make sure it's all clear. Well, I ain't going. No tiff-taffin' way. We do any meany. What's that? Scheiße, ich wollte pretty sure I heard something. Maybe over this way. Just keep looking. And I don't want to hear any of your belly aching. Hallo. Da hinten leuchtet auch noch was. Let me explain it to you. I want you to look around, because I thought I heard something. Simple, right? Nothing's here. So do it. Well, it won't be the first time I was just hearing things. I can hear you sneaking around, Taffer. Somebody making annoying noises over there. Scheiße. Ich glaube, das ist so eine Falle. Da kommt man gar nicht so ohne weiteres dran. Well, what about it? Do you see anything or not? Ich hänge ja auch mehr dazwischen als da drauf, aber naja. Das ist trotzdem zu hoch, selbst wenn die, wenn ich da richtig draufstehen würde. Oh nee, geh weg. Ah, scheiße. Sorry für mein Rumgefluche hier, aber... manchmal muss das auch einfach mal gesagt werden, wie es ist. I can hear you, you Taffer! Fuck, ey. All you gotta do is search around a bit, trying not to clomp your big feet around so much, since we is also trying to listen for something. You got that? Da lag sofort was am Anfang, das habe ich wohl übersehen. I think I'm gonna find you. And then I'm gonna murder you. Ja, ja, ist klar. Vorher bin ich schon über alle Berge. Und zwar hier hinten her. Ich sehe echt keine Möglichkeit, wie man da großartig drankommen kann, ohne Krach zu machen, zu viel Krach zu machen. Strange that there's no one here. Tja, soll vorkommen. Zumindest in unserem Fall ist das immer so, dass da keiner ist und dass die Geräusche ganz von alleine da sind. Ja, logisch, ne? Bevor wir die Fackel ausschalten, schaue ich lieber mal nach, bevor wir das, ob wir das überhaupt müssen. Mir schwant, wir gehen gerade im Kreis. Wenn wir da hinten jetzt wieder hergehen, dann... ist auf jeden Fall richtig schön hier. An sich sind die Kristalle auch super schön, nur für einen Dieb wie wir sind leider etwas unnütz. Diese Dinger, die sind auch richtig ätzend. Das sind so, ja, wie soll man das sagen? Ach, scheiße. So Schwebegeister. Die immer um die gleiche Stelle schweben, kann man sagen, und immer natürlich eine dauerhafte Beleuchtung haben. Da ist jemand. Das sieht auch mehr nach Heide aus. Ach, da habe ich wieder was vergessen, verdammt. Würde ich mir gerne holen.
ich weiß nicht, wie die Beute hier im restlichen Komplex verteilt ist. Beziehungsweise inwiefern man sie gut finden kann. Sind wir wieder hier, alles klar. Gehst du bitte wieder weg da hinten? Boah, ey. Also es ist ziemlich leicht, hier irgendwelche Paranoia zu bekommen. Gerade über Kopfhörer. Das ist überhaupt kein Problem. Stehe ich hier relativ sicher? Naja, geht. Wandstellen ein bisschen. Schaden kann es nicht. Dann möchte ich eigentlich ganz gerne mal da oben weiter, ja? Wir können ja da hinten, können wir ja glaube ich auch noch weiter. Der bleibt aber auch dauerhaft da stehen. Das ist etwas sehr doof. Solange der uns aber nicht sieht, versuche ich mal was. Ich wiederhole mich nochmal, ihr müsst bedenken, dass ich mich hier nicht so wirklich auskenne, wo es woher geht. Deswegen, ach, was mache ich denn? Deswegen verzeiht mir, wenn ich hier mal ein bisschen sehr bräsig bin. Hilft alles nichts, liebe Leute. Manchmal muss man das einfach machen, um weiterzukommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo? Oh nein. He's dead at all right. Check's for yourself. Ach, scheiße. Ach, verdammt nochmal. Weebies have all night to searching for you. Or you can just come out right now. Aber ihr merkt, die haben auch schon einen geilen Dialekt hier drauf. Wie ich finde. How is it done? First, Diane, priestess of wood, give us enchantment and beset their minds. Yes? Then the man fools thinker they be acting of them own free will does what. Scheiße, 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 scheiße. Diese Dinger, die sind so ätzend. Stupid, weaksy man fools. Geh weg, geh weg. And then. Then, after the magic's wear off, the damage be's done. And if there be's a problem. Das einzige Gute ist, dass sie nicht so schlau sind und dann direkt über uns bleiben, sobald sie uns entdeckt haben. Yeah, or he be's just kills them. Könnt ihr mal ein bisschen weggehen? Ey, sie nervt gerade ein wenig. Who be's there? Hallo? Ihr seht mich doch überhaupt nicht, ich bin da im Dunkeln. Mein Timer ist wieder abgelaufen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, haben wir wieder was gelernt. Nämlich, dass, wie ich gerade sehe, wir schon 16% der Beute haben. Das ist ja schon mal nicht ganz übel. Wir aber immer noch keinen Plan haben, nicht mal ansatzweise, wo wir her müssen. Was auch damit zu tun hat, dass wir noch keine Karte haben. Ich hoffe, die finden wir noch irgendwie, ansonsten muss ich mich hier so irgendwie durchwurschteln. Hilft alles nichts. Tut mir leid, aber ist dann leider so. Aber das macht es ja vielleicht auch ein bisschen spannender, dann, wenn ich auch nicht weiß, woher es geht und ich muss es mit euch zusammen quasi noch ausklamüsern. Nicht nur ihr alleine, weil ich es schon kenne, sondern ich auch. Ne? Schauen wir mal. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ja, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.